Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Erst einmal, wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre, das liegt daran, dass ich etwas krank bin. Also nicht wundern. Aber ja, gut, also wie ihr vielleicht schon im Titel seht, geht's um den dreckigsten Kill in Ghosts, worum es eigentlich relativ scheiße ist. Also ich zock's auch nicht mehr so oft. Und ja, ich dachte mir eigentlich heute, lade ich mal wieder ein Cam-Gameplay von Ghosts hoch. Mach die Playstation einfach an, spielen wieder ein bisschen Ghost Free for All, da geht es am besten, die Cam. Ja. Wie ihr hier im Hintergrund am Gameplay sehen könnt, ist. Also, jetzt, bisher seht ihr es noch nicht, aber es lief eigentlich alles relativ gut. Soweit, ich glaube, bis zum 15:0. Und dann kommt dieser richtig geile Kill. Also, echt, wenn ihr den gleich sehen werdet, ich bin so ausgerastet, also so einen dreckigen Kill habe ich echt noch nie gesehen. Den wollte ich unbedingt einfach hochladen. Wenn ich schon keine Cam dann geschafft habe, zumindest, dass ihr den mal seht, wie dreckig man in Ghosts manchmal stirbt. Und ja, also ich hätte echt, wenn ich nicht jetzt erst seit ein paar Tagen einen neuen Controller hätte, hätte ich ihn sofort gegen die Wand geworfen, ey, aber echt. Naja. So, ansonsten, weil ich so sagen kann, ja, ich habe ja jetzt schon bald. Also was heißt bald, naja, irgendwann werde ich dann die 100 Abonnenten haben. Und ich dachte mir, zu den 100 Abonnenten gibt es ja dann ein Abonnenten-Special auf jeden Fall. Und was ich schon mal verraten kann, ist, dass es dann ab spätestens dann auf jeden Fall ich mir eine Elgato holen werde. Und damit endlich auch mal meine Gameplays in Full HD sind, weil die Grafik ist ja relativ, naja, manchmal noch ein bisschen schlecht. Das liegt ja daran, weil ich mit der PS4 direkt aufnehme. Und, aber ja, das wird dann auch Geschichte sein werden. Das wollte ich nur schon mal ankündigen. Und ja. Ansonsten arbeite ich auch gerade daran, nochmal ein neues Intro mir selbst zu machen. Das werde ich dann auch wahrscheinlich erst zu meinem Special euch zeigen. Und ja. Gut. Jetzt werden wir gleich sehen. Bin gerade auf einer 7er Streak. Also ich habe es jetzt mal schneller abgespult, damit ihr nicht so lange ich irgendwas hier erzählen muss. Weil das weiß ich auch nicht, was ich hier die ganze Zeit labern soll. Aber hier werdet ihr jetzt gleich den Kill sehen. 8-0. Ist bisher alles noch relativ gut. Laufen da so ein paar Typen mit Astronautenanzug rum. Die habe ich auch relativ weggeholt. 9-0. Zocken mit Annie Badger. Spezialistenbonus. Ah, das war gerade eben da, aber es knapp. Habe ich aber schon die 10er Streak. Und jetzt gleich wird es dann auch passieren. Ja, also wie gesagt, eigentlich wollte ich heute ein Cam-Gameplay einfach unkommentiertes hochladen. Das werde ich dann auch bestimmt noch spätestens nächste Woche dann machen. Aber ja, weil ich dann so gekillt wurde, meistens. Ja, dachte ich mir, zeige ich euch das mal lieber. Gut. Also hier kommt es jetzt gleich. Ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll, deshalb. Ja, hier mache ich nur mal den, glaube ich. Ja, hier mache ich die letzten zwei Kills. 15er Streak, schöner Doppelabschuss. Alles läuft gut. Hier jetzt habe ich es ein bisschen langsamer gemacht. Also eigentlich fast normal, nur ein bisschen langsamer. Jetzt guckt, gebt euch das einfach mal. Hier, guckt euch die Abschusskamera an. Einfach geil. Der liegt einfach nur in der Ecke rum und killt mich so. So ein Hurensohn, ey. Wenn ich mir das nochmal angucke, ich könnte so ausrasten wieder. Es ist so schlimm, Alter. Einfach nur. Das ist unglaublich, echt. Und was denkt ihr dazu? Schreibt mir vielleicht in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Aber ja gut, das war's dann soweit. Ich wiederhole den Clip jetzt einfach nochmal. Und gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, guckt auf meinem Kanal vorbei, wie immer. Und okay, dann bis zum nächsten Video. Ciao.